Also, ich muss gestehen, dieses Video sollte eigentlich schon im Februar online gehen. Aber dann habe ich festgestellt, dass das 150 GB Videomaterial sind und dass ich noch ein Voiceover schreiben muss und dass ich noch gar keine Musik habe. Und das hat mir die Motivation genommen. Naja, aber jetzt sitze ich hier und schreibe doch ein Voiceover. Beim Surfen durch das Internet bin ich auf Twitter auf eine Bastelanleitung für einen Baneblade aus einem alten Void Dwarf gestoßen. Den Tweet habe ich dir übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe dann zuerst die Bilder auf A4-Größe skaliert, weil Magazine haben ja oft so eine komische Größe. Und dann folgt der Standardkram. Schablonen ausschneiden, auflegen, abzeichnen, Pappteile ausschneiden, alles friemelnderweise zusammenkleben oder zumindest probieren, weil die Anleitung und Schnitte dann doch nicht so präzise sind, wie man das gerne hätte. So sieht dann das Papp-Zwischenergebnis aus. Die Anleitung ist wirklich nicht so gut und im Nachhinein habe ich auch noch eine wesentlich bessere Anleitung gefunden und die ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Dann habe ich angefangen, alles Mögliche anzukleben, was Details bringt. Panzerplatten, Kanonen aus Plastikdeckeln, einen Motor, Panzerketten, Leitern, Nieten und andere Sachen. Beim Detaillieren habe ich mir überlegt, was am Panzer cool aussehen würde. Was ergibt Sinn, es dabei zu haben oder was würde die Besatzung tatsächlich brauchen? Was kann eine Geschichte erzählen? Und dann habe ich anhand von historischen Panzern geguckt, ob das tatsächlich Sinn ergibt und wenn ja, wo man was wie lagern würde. Das Camouflage hat mit Sicherheit am meisten Gehirnschmalz gekostet. Im Moment konzentriere ich mich auf urbane Schlachtfelder, also braucht der Panzer ein urbanes Tarnschema. Was ich dann gemacht habe, ist nachzudenken und mich zu informieren. Das erste, was mir in den Sinn kam, waren Dazzle-Camos. Schwarz-weiß gestreifte Erste Weltkriegsschiffe. Irgendwie bin ich dann über allgemein, wie Camouflage funktioniert, bei dem Berlin Brigade Camo gelandet, welches für urbane Schlachtfelder konzipiert wurde. Auch dazu habe ich dir drei schöne Links zu YouTube-Videos in die Videobeschreibung gepackt. Nachdem ich informiert war, habe ich mir also drei Fragen gestellt. Wie sieht eine imperiale Stadt aus? Wie ändert sich das im Laufe eines bewaffneten Konflikts? Und wie sieht mein Spielfeld aus?
Ich habe dann tagelang nachgedacht und bin letztendlich bei folgendem Ergebnis gelandet. Vorne und hinten werden hauptsächlich vertikale Streifen und Blöcke in den Farben Grau, Weiß, Schwarz und Blaugrau aufgetragen. Das soll im Endeffekt auf Distanz so aussehen wie Hauswände und Säulen aus verschiedenen Perspektiven. Dazu kommen dann noch braune und weiße horizontale Blöcke mit weißen und grauen Punkten. Das soll auf Distanz aussehen wie Dreck oder Geröllhaufen mit Kies und Ähnlichem. Zum Boden gewandte Flächen werden weiß oder hellgrau angemalt. So werden von oben herabfallende Schatten, ähnlich wie bei Rehen und anderen Tieren, ausgeglichen, sodass der Panzer von der Seite betrachtet eher wie eine einheitliche Fläche als wie ein dreidimensionales Objekt wirkt. Von oben werden lange Streifen, schmal und weiß oder breit und schwarz, aufgemalt, was von weit weg hoffentlich aussieht wie Straßen. Zusätzlich male ich noch große braune und schwarze Flecken mit weißen und grauen Punkten auf, was dann aussehen soll wie Pfützen und Krater mit Geröll und Kies. Dieses Camouflage soll, in der Theorie zumindest, die Silhouette des Panzers zerteilen und unterbrechen und ihn gleichzeitig an eine zerstörte Stadt angleichen, sodass er förmlich in ihr verschwindet. Für noch mehr Details habe ich dann noch die Decals von dem Kriegveteranen-Killteam aufgetragen. Die Platzierung ist natürlich auch abgeguckt, zum Vorbildpanzer gibt es den Link in der Videobeschreibung. Das ist jetzt der fertige Panzer. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch bitte ein Like da. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie die passende Ruine zu diesem Banebait aussehen wird, solltest du eventuell auch abonnieren. Das werde ich nämlich im nächsten Video zeigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.